Eine wichtige begriffliche Unterscheidung im Zusammenhang mit User Experience ist die zwischen pragmatischer und hedonischer Qualität. Pragmatische Qualität bezeichnet dabei eben die Aspekte, die klassischerweise der Gebrauchstauglichkeit oder der Ergonomie zugerechnet werden, also die dann zum Tragen kommen, wenn ich ein Produkt insbesondere als Werkzeug betrachte und es danach bewerte, ob ich meine Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend erreichen kann. Demgegenüber steht die hedonische Qualität. Das sind also im Grunde genommen all die Aspekte, die über Gebrauchstauglichkeit hinausgehen und zur User Experience, zur gesamten User Experience gerechnet werden. Das sind insbesondere emotionale Aspekte. Fühle ich mich wohl? Habe ich positive oder eben auch negative emotionale Zustände, die ich da erlebe, während ich das Produkt benutze und verwende und einsetze? Die hedonische Qualität teilt sich nochmal auf in den Aspekt der Stimulation, also regt mich das Produkt an, fühle ich mich stimuliert, wie der Begriff eben schon sagt, und andererseits der Identität. Das sind also solche Aspekte, die ja, identitätsstiftend sind, die etwas damit zu tun haben, ob ich mich mit dem Produkt identifiziere, ob es mir vielleicht sogar wichtig ist, dass andere Leute wissen, dass ich das Produkt habe und nutze. Das sind Aspekte, die zur hedonischen Qualität und dem Unterpunkt Identität gehören. Die Grundidee bei dieser Unterscheidung zwischen pragmatischer und hedonischer Qualität ist die, dass beides zusammenwirkt und die Gesamtattraktivität eines Produkts ausmachen. Das hängt auch natürlich nochmal davon ab, in welchem Zusammenhang ich ein Produkt benutze. Wenn es wirklich ein Produkt ist, das ich beispielsweise in der Industrie als Werkzeug benutze, wo es um Zuverlässigkeit, Sicherheit und leichte Verständlichkeit und die klassischen ergonomischen Aspekte geht, dann spielen eben diese ergonomischen Aspekte eben auch eine große Rolle. Und solche Dinge wie hedonische Aspekte, macht es mir Spaß, nutze ich das Produkt vielleicht auch um des Produkts selbst willen, Aspekte der intrinsischen Motivation, die spielen in so einem Kontext keine Rolle. Wohingegen bei Consumer-Produkten, wo die Kaufentscheidung maßgeblich davon abhängt, habe ich auch gefühlsmäßig einen Zugang zu dem Produkt. Da spielen hedonische Qualitäten entsprechend eine größere Rolle.